Grüß euch von mir, Frau Thieme. Heute wieder ein neues Video aus der Natur. Wir sind da bei einem sehr, sehr großen, prächtigen Wasserfall, also in Kärnten. Aber warum bei Wasser? Was hat das mit Infrarot zu tun? Es hat ganz sehr viel mit Infrarot zu tun. Heute scheint keine Sonne, ergo dessen haben wir kalt. Hätte ich jetzt da noch was Nasses an oder dachte ich jetzt so richtig schön nass werden vom Wasserfall, dann dachte ich blitzartig auskühlen. Und warum ist das so? Weil Wasser leitet 25 mal mehr die Energie wie Luft. Leute da draußen, wir haben ja schon so viele Videos gemacht zu dem Thema, aber immer wieder kommt die Frage, was hat denn bitte Feuchtigkeit mit Wärme zu tun? Das hat sehr viel zu tun, wenn ich nicht die Luft erwärme, sondern heute die Baukörper erwärme, wenn ich heute die Speicherwärme erwärme, dann ist das total wichtig. Warum haben heute Sportler so viel Atmungsaktives gewohnt an? Weil die Feuchtigkeit sonst vom Körper nicht wegtransportiert wird. Aber gleichzeitig würde die Kälte durch die Feuchtigkeit auch zum Körper kommen. Jetzt zum Beispiel hernehmen, warum tut unser Körper schwitzen? Warum schwitzt man? Ja, um unseren Körper zu kühlen. Leute, denkt einmal über das einmal nach. Das sind natürliche Abläufe, das sind heute Sachen, die was heute dafür sorgen, dass ihr einmal darüber nachdenkt, warum der Körper das macht, warum die Natur das macht. Weil dann wird sich heute das Thema Dämmern, das Thema Altbau, das Thema Heizen noch viel leichter verstehen, weil ohne heute trockene Bausysteme, ohne heute ein trockenes Mauerwerk, ohne ein trockenes Holz, ohne einen trockenen Beton oder einen Stein, wird genau das passieren, dass die Kälte aufgrund der Feuchtigkeit im Endeffekt nach innen geleitet wird. Und was glaubt ihr, was nachher passiert? Nach innen wird Infrarot kalt abstrahlen. Ergo dessen kann ich keine Wärme aufbauen, ohne heute ein Mauerwerk zu trocknen. Was ich kann, ist heute das, was alle tun, eine Fußbodenheizung, eine Wandheizung, ein Heizkörper, genauso auch viele Infrarotplatten, die was nur eine geringe Reichweite haben, die haben ja auch Leute, die haben ein Start mit dabei. Also was habe ich eigentlich an Konvektionswärme? Was habe ich? Ich habe eine warme Luft. Und wenn ich heute eine warme Luft habe, Leute, dann passiert nämlich genau Folgendes, dass ich durch die warme Luft eigentlich damit heute mein Gebäude dämmen muss, weil sonst dann werde ich meine warme Luft da drin nicht halten. Und das ist aber jetzt genau das, warum heute bei uns am Körper das ganz anders funktioniert, warum ich heute da nicht was Nasses habe, sondern eine trockene Westen, drunter habe ich eine wunderbare Merino-Wolle, dass ich meine Feuchtigkeit vom Körper regulieren kann und dass kein Körper, zum Körper keine Feuchtigkeit mehr Kälte da jetzt an zuverleitet. Weil ich habe jetzt eine dünne Jacke an und das würde nicht funktionieren, wenn ich heute auf der anderen Seite heute was Nasses anhätte oder etwas anhätte, was die Feuchtigkeit nicht regulieren könnte. Und genauso ist es heute mit Wärmedämmung, genauso ist es heute mit altem Mauerwerk, genauso ist es auch mit historischen Stammmauern. So Leute, jetzt sind wir mal da beim Felsen und jetzt schauen wir uns das da mal an. Wenn ihr da jetzt einmal schaut, der Felsen ist jetzt auch nass und so ist es heute beim Mauerwerk auch. Wenn der nass ist, ist der eiskalt, weil das Wasser die Kälten im Prinzip heute vom Stein leitet, das heißt die ganze Gefrier und Umgebung wird heute von den Felsen einfach abgestrahlt und das spürt man da jetzt auch, obwohl ich in der Natur stehe, ist das bitte Infrarot-Abstrahlkühle, Strahlungskälten, hat man sicher schon einmal gehört, ich spüre es vom Boden, ich spüre es auch von seinen Felsen, aber das ist das Gleiche, wenn ich heute, wird heute bei einer feuchten Wand stehen, draußen im Endeffekt kalt ist und da die Feuchtigkeit drinnen ist, dann wird die genau deswegen im Endeffekt heute kalt abstrahlen. Und das ist eines der Geheimnisse der Natur. Wenn die Sonne scheint, wird der Felsen im Endeffekt durch Infrarot, sprich Sonnenstrahlen, getrocknet. Und dann im Endeffekt baut er richtig Wärme auf. Und dann könnt ihr halt in der Nacht zu seinem Felsen zurückgehen und euch kuschelig anwärmen, weil der Felsen diese Speicherwärme, was er im Prinzip aufgebaut hat durch die Sonne, auch wieder abgeben kann. Vorausgesetzt, er wird trocknen. Und deswegen, jetzt im Winter, wird das nicht funktionieren. Erst jetzt im Frühjahr, wenn die Sonne stärker wird, wird das nachher trocknen und dann wird das super funktionieren. Aber so darf es heute bei euch in eurem Haus mit unserem Infrarot-Celsius-System auch funktionieren. Es ist ein All-in-One-Entfeuchtungs- und Heizgerät. Wir haben schon so viele alte Gebäude gemacht, wir haben aber auch moderne und neue Häuser gemacht, aber es ist immer wieder dasselbe, Leute. Wenn die Häuser gewisse Feuchtigkeit haben, dann
habe ich genau das Problem, wenn jetzt zum Beispiel eine Wärmedämmung draufgepickt wird, gerade beim Waldbau, dann wird die Feuchtigkeit innen doppelt kondensieren, ja, weil bei konventionellen Heizungen die Luft erwärmen. Warme Luft und kalte Bauteile kommen zusammen, es entsteht Feuchtigkeit. Und ergo dessen habt ihr noch an die Probleme, dass genau aufgrund von der Feuchtigkeit heute die Köten im Endeffekt noch innen druckt, beziehungsweise wenn ihr eine Wärmedämmung drauf habt, dann habt ihr ein anderes Problem und das Thema ist Schimmel. Schimmel, Muffigkeit, Modrigkeit, die ganzen Probleme kommen daher, weil sukzessive Kondensfeuchtigkeit durch die warme Luft unter die kalten Bauteile kondensiert. Das fördert euch den Schimmel, das fördert euch den Bakterienwachstum und es fördert euch die Staubbelastung, weil ihr warme Luft weiter schön kreist. Das heißt, warme Luft geht nach oben, kalte Luft geht nach unten, das ist die Luftumwälzung. Aber die warme Luft und die kalten Bauteile heißt Kondenswasser. Das heißt, Feuchtigkeit ist vorausprogrammiert, Schimmel ist die Folgeerscheinung, Muffigkeit ist auch eine Folgeerscheinung. Wir können im Endeffekt genau deswegen mit dem Celsius-System, weil wir die Bauteile erwärmen, diese Feuchtigkeit trocknen und das können wir nur deswegen, weil wir auf 12 Meter Raumtiefe eine gleichmäßige Wärme aufbauen und eine Reflexion und Rückreflexion von den Bauteilen zurück zum Panel. Und so können wir heute das im Endeffekt trocknen. Nur so geht es, aber dazu brauchen wir eine Messtechnik, ein Thermostat könnte das nicht messen. Das ist unsere wunderbare Digitalsteuerung mit der 8-stufigen Stromregulierung, das ist eigentlich ein kleiner Computer, der was eigentlich Infrarot erzeugt in der gewünschten Temperatur und die Rückreflexion wird dann durch den Sensor gemessen. Prozessoren in der Steuerung und durch die Software wird das dann verarbeitet in 8 Stufen im Stromverbrauch, was halt dazu gebraucht wird. Aber um Speicherwärme aufzubauen, Leute, müsst ihr zuerst das Mauerwerk trocknen und das ist das, warum das Celsius-System so genial ist. Ich habe heute im Mauerwerk sowie Ziegel, Holz, genauso heute auch in, zum Beispiel in Ytong oder Beton, bis zu 20 cm Entfeuchtung und bei den Stammmauern, bei den dicken Mauern bis zu 70 cm. Damit kann ich alles trockenlegen und dann funktioniert das. Und dann habe ich heute Speicherwärme und dann habe ich heute nachhaltige Wärme. Aber ich habe heute nicht, so wie heute bei einer klassischen Heizung, eine Konvektion und eine warme Luft. Weil es werden alle Oberflächen innerhalb von einem Grad erwärmt und dadurch habt ihr dann eine gleichmäßige Wärme. Ich habe keine trockene Luft, ich habe keine Konvektion, ich habe keinen Stab. Ihr habt keine Baufeuchtigkeit und ihr habt ein gesundes Wohnklima und ihr habt heute was Dauerhaftes auch für die Werterhaltung, weil das betrifft viele. Und deswegen können unsere Heizsysteme bei Häuser bei Mitdämmung eingesetzt werden, sie können aber genauso heute auch ohne Wärmedämmung eingesetzt werden, also sprich alte Mauern, alte Häuser, blanker Ziegel, blanker Beton, wir können das im Endeffekt trocknen und das funktioniert nachher auch. Leute da draußen, tut zu unseren Kanal abonnieren, schaut rein auf www.infrarothimmel.at, ladet euch im App Store, in Google Play oder heute über Google, über BWA die App runter, die ist kostenlos. Da könnt ihr am Smartphone, am Tablet immer drinnen surfen, da seht ihr auch viele Neuigkeiten und alle möglichen Sachen, was ihr im Prinzip zum Thema Infrarot sucht, werdet ihr da drinnen finden. Tut zu unseren Kanal bitte weiterhin abonnieren, tut zu uns teilen. Mir gefallen uns über jeden Kommentar. Wenn heute sinnvolle Kommentare sind, werden wir die auch sinnvoll beantworten. Und wir sind für euch da. Wir haben 20 Jahre Erfahrung mit Celsius. Alle unsere Geschäftspartner sind Profis. Das sind ausgesuchte, spezielle Unternehmen, die was wirklich was am Kosten haben. Mit den Leuten halten wir jetzt zusammen. Das heißt, auch in eurer Nähe habt ihr heute Partner von uns. Und wenn nicht, dann können wir euch auch direkt betreuen oder könnt ihr natürlich auch bei uns im Shop das online bestellen. Bestellt euch einmal Uploaden für einen Raum, schaut halt, dass es zusammenpasst mit der Bauphysik, mit den Kubikmetern, mit den Aufschlägen. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt uns eine E-Mail auf office@infrarothimmel.at. Und so ist dann, ruft uns einfach mal an. Wir können jederzeit auch gerne mit euch ein Gespräch führen. Und Leuteln, eins muss ja auch klar sein, wenn ihr heute uns Pläne und komplette Auswertung am schicken tut, das kann nicht umsonst passieren. Da verlangen wir dann einen kleinen Beitrag, um unsere Kosten dafür zu decken. Aber das ist nicht unfair, weil wir haben damit auch sehr viel Aufwand, auch unsere Partner. Und das geht nicht anders. Aber diesen Sinn, bis demnächst von Infrarothimmel in einem nächsten Video. Und jetzt gehe ich abend in unsere schöne Infrarot. Heizung zu unserer Celsius-Heizung und hauen wir jetzt auf die Couch und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Viert euch!